Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Overcooked 2. Es begrüßt euch Milena. Hallo. Und Jamie. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. So ist es. Und wir müssen das Level jetzt nochmal machen. Wer das noch weiß, wer nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Weil beim letzten Mal lief richtig gut, ne? Hier. Ja, kurz genau. Ein kurzer Ausschnitt, wie super das lief. Oh mein Gott, es brennt! Ich kann dir nicht helfen! Genau, ja. Und deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen und ich bin wieder bestimmt auf der rechten Seite. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Sonst, ich glaube, wenn wir einmal Escape drücken, können wir die Seiten wechseln. Was? Drück mal Escape. Nö. Doch nicht. Oh, das wäre jetzt cool gewesen. So, schmeiß mir alles rüber. Also, Problem war ja, Jamie muss mir alles rüberschmeißen, aber unten können wir halt nur die Sachen... Keine Champignons. So. Genau, ich kann praktisch... Oh, das ist mir direkt in den Pfoten geschmissen. Hey, Omi, du kannst aber gut fangen. Los, weiter. Damit. Nee, mehr Nudeln brauche ich nicht, danke. Genau, mein Problem war, ich habe dann versucht, das zurückzuwerfen und uns ist ja später aufgefallen, dass hier unten das ja hin und her geht, dass ich das hier hinlegen muss. Mhm. Danke. Bitte. Ah, geht ja schon wieder gut los. Oh, das war das Falsche. Nein. Oh Mann, waren die Nudeln jetzt überhaupt schon fertig? Oh, ich habe keine Ahnung. Es gibt halt rohe Nudeln. Rohe Nudeln. Ah, das Fleisch brennt schon wieder an. Oh Mann, also das ist hier eine Katastrophe. Nimm das, das muss auch die Nudeln. So. Lala. Warte mal, ich habe gleich zwei Fleischgerichte auf einmal fertig. Wenn ich die jetzt noch... Komm, lass fallen. Nein, die lässt die Pfanne nicht fallen. Komm, das schaffe ich noch. Ein und... Komm, das schaffst du auch noch. Ja. Ja, cool. Okay, Champignons. So, okay, ich mach dir da so einen kleinen Haufen. Ich krieg das hier alles gar nicht mehr aufgehoben. Dankeschön. Bitte. Ich weiß zwar nicht, welche das jetzt hier kontrollieren sollen. Das brennt hier gleich schon wieder alles. Ich sehe das schon kommen. Wo ist der Feuerlöscher? Okay, da. So. Okay, warte mal, Champignons sind fertig. Ja, ich glaube, ich brauche gleich Teller. So, was wird als nächstes fertig? Die Champignons. Nächster Teller. Moment, Pfanne wegstellen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt, weil letztes Mal hat hier echt alles gebrannt. Das war echt gar nicht witzig. Mhm. Und das ging auch gar nicht, das zu löschen. War gar nicht witzig, nee. Ja, es war schon witzig, aber es war nicht wirklich witzig. Ah! Ja! Ich habe es noch geschafft. Eins ist da. Jo. So, aber ich mache natürlich weiter. Hier direkt wieder die nächsten Champignons. Mhm. Und hier ist mir noch Fleisch rübergeworfen. Schade, dass hier die Bratpfanne in diesem Level nicht hier steht. Dann könntest du schon direkt reindonnern, wie beim letzten Mal. Oh, ich brauche noch Nudeln. Ja, da unten das Gericht kannst du gleich schnell da drauf tun. Auf das. Weißt du, was mein Problem ist? Ich brauche Teller, du musst abwaschen. Ja, ich habe ich gerade gemacht. Wenn das Ding das nächste Mal bei mir ist, werde ich das tun. Reis. Ich kann jetzt nämlich nur noch die Töpfe hier abstellen, weil ich keine Teller mehr habe. Mhm. Hier ist alles voll. Ja, habe ich sie wieder in die Hand geworfen. Sehr gut. So. Weißt du, dann komme ich nämlich gleich direkt mit dem Essen zu den Tellern, die du unten platzierst. Oh ja, das könnte was werden. Wir brauchen ja theoretisch nur einen Stern. Ich meine, klar, ist super, wenn wir noch mehr bekommen, aber wir müssen dann ja auch Prioritäten setzen, ne? Ja. Ah! Oh Gott. Das... Oder nee, ich dachte gerade, das Fleisch ist fertig, aber nee, sah nur so aus. So. Nee, das steht ja hier schon alles in der Pfanne. Mhm. Ach, ärgerlich. Nein, jetzt habe ich den Teller nicht mitgenommen. Egal, Hauptsache das Gericht. Komm, nimm noch das Gericht. Wenigstens. Ja. Ärgerlich, ich habe hier nämlich noch ein fertiges Gericht, aber das schaffen wir nicht mehr. Lass den Teller mal drauf, vielleicht schaffen wir es doch noch. Nee. Och, ärgerlich. Nicht. Aber dieses Level ist auch knifflig, ne? Mhm. Ah, jetzt müssten wir einen Stern bekommen. Ja, das denke ich auch. Ach, du hast geguckt, ne? 200 brauchen wir auf jeden Fall. Ja, 220 Punkte. Okay, die haben wir ja. Wuhu! Wuhu! Geschafft! Yay! Yay! Cool. Ich schlag Rezept 1. Okay, ja. Ich schalte so, ne? So, weiter geht's.
Ich glaube, jetzt ist es auch wirklich so weit, dass wir die Level echt öfter hintereinander machen müssen. Mhm. Das glaube ich auch. Oh, cool, Kristalle. Oh. Es geht ab in die Wüste. Ja. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob ich das cool finde. What? Das sieht ja cool aus. Oh, das ist eher so eine Mine. Ja, irgendwie das schon, ne? Das sieht ja cool Komm, aus. Komm, rein da mit uns. Jo. Granate. Achso, ich muss nochmal drücken. Ja. Cool. Und das scheint auch nicht so ganz so aufwendig zu sein. Naja, die ersten Level in den neuen Gebieten sind ja immer entspannt. Nehmt eine Tortilla und fügt dann erst gekochten Reis und dann gebratenes Hühnchen, Fleisch oder Pilze hinzu. Okay, also erst, Oh, Erdbeben. Erdbeben? Ist ja cool, mein Bildschirm hat gerade gewackelt. Ah, oh, wir sind denn an der Goldmine. Ja, stimmt. Ich bin total, aber wenigstens können wir jeweils zu uns immer rüber gehen. Genau, also ich mache Fleisch und das kommt dann in die Pfanne. Das habe ich schon mal geschnallt. Und Reis musst du mir rüber geben. Warte, wo ist der Reis? Ja, okay. Da unten bei dir. Bitte. Danke. Genau hier. So. Wow. Ja, ist ja gut. Kannst du auch einfach über diesen komischen Netzzaun da hinten drüber werfen. Ja, Moment. So, das schnapp ich mir gleich mal ganz heimlich. Ja, schnapp dir das mal. Hier ist nochmal Fleisch. Ja. Was brauchen wir als nächstes? Oh, gedünstete Pilze brauchen wir. Oder gebratene Pilze. Wo sind die? Die Pilze sind bei mir, ja. Sind das die Pilze? Nee, ach, das sind die Doch, Pilze. Doch, das sind die Pilze. So. Schade, dass sie nicht mehr auf einmal nehmen können, ne? Aber ist halt so. Ein Gericht ist schon mal abgegeben. Oh, jetzt brauchen wir erstmal geschnitten werden. Genau, geschnittener Pilz. Ich brauche noch Reis. Ja, ich muss sowieso Pilze holen, dann bringe ich dir einmal Reis mit. Wir können es auch immer hier einfach über diesen Seilzaun rüberwerfen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich können, aber wir können es ja mal ausprobieren. Hier, bitte. Ach nee, ich muss die Pfanne ja wieder mitnehmen. Vorsicht, dann rein. Ja. Wir müssen wenigstens ein Gericht fertig kriegen. Irgendwie klappt das hier gerade nicht so richtig. Doch, eins haben wir ja schon fertig. Ach so, ich muss mir meine Pfanne wiederholen. Ja. Dann erst. Hilfe. Nein. Ah! Nicht wieder zurückstellen, Omi. Warte mal. Also, ich kann das hier nicht rüberwerfen. Lalala. Ja, für. Oh, ich brauche einen Teller. Gerichte. Also, Teller und Pfannen geben ja auch nicht. Oh, ich muss abwaschen. Hier ist Omi. Das nächste Gericht. Oh ja, Bombe. Gericht. Hast du zufällig eine Ahnung, wie viele Punkte wir brauchen? Nee. Leider nicht. Okay. Also, hier kommt ein Tellerchen hin. Hier bringe ich noch ein Tellerchen. Hast du überhaupt noch irgendwas? Weiß ich nicht. Hier, Teller. Ich bringe auf jeden Fall noch mal Pilze mit. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, was wir überhaupt machen. Huch. Schnippeln. Los. Oh, wir haben richtig viel Zeit. Ist dir das mal aufgefallen? Oh, stell ja, mal bitte noch Reis an. Ja, ich bräuchte halt Reis. Ja, warte, ich versuche das mal, wie du das gesagt hast. Ich schmeiße das einfach rüberwerfen. Okay, genau. Perfekt. Geht also auch über die Arbeitsfläche. Dann beschmeiße ich dich mit Reis, bitteschön. Ich kann. Was brennt denn da schon wieder? Ah, das waren die Pilze. Hier ja, die sind jetzt schon fertig Pilze bei dir. Abholen. Die sind jetzt auch fertig bei dir. Wow. Okay. War hier nicht noch irgendwo ein sauberer Teller? Okay, ich komme ganz rum. Tortilla? Kann ich schon Fleisch auf die Tortilla machen? Ja, Okay, das war wahrscheinlich das falsche Gericht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Reis brauche ich jetzt gerade nicht. Ich mache noch einmal Fleisch und einmal... Das? Einfach fertig, ne? Yep. Fleisch und einmal Pilze. Oh, das hier, da haben wir gemischt. Ja, habe ich ja gesagt, das Fleisch war wahrscheinlich und Pilze. Verkehrt. Das war ich. Dann gibt's halt... ein Fleischpilzgericht jetzt. Sorry. Oh nein, Hilfe. Irgendwas sagt er. Oh nein, Anna hätte abwaschen müssen. Oh ja, wir brauchen Teller. Also hier sind nochmal Pilze drauf. Dein Fleisch. Ja, ich bin schon unterwegs. Ah, wo ist eigentlich das Waschbecken? Ach, da ganz hinten bei dir. Ja, ich bin schon dabei. Ah, ich bin runtergefallen. Nein, der Reis. Ja, ich renne, Reis, ich komme. Feuerlöscher! Voll den Feuerlöscher!
das du schon mal ab. Wie benutzt man den Feuerlöscher? Weißt du das noch? Also. Einfach dieselbe Taste, mit der man alles andere macht. Ach du Schreck, was geht ab? Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich noch irgendwas anderes auf die Schnelle mal hier fertig machen? Ich habe keine Ahnung. Schade, dass wir keine zwei Feuerlöscher haben. Können wir gut gebrauchen hier. Also diese Schlucht ist hier aber auch ziemlich gemein, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Oh, ich sehe schon. Oh. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Gott sei Dank. Oh. Ich kann nicht mehr, mein Hals tut mir so weh. Guck mal, wie viele Punkte wir für nur einen Stern brauchen. Ah, ich 360. Schon, ich sehe schon, das wird ein bisschen knifflig. Ja. Lass uns ins Hauptmenü zurück. Das war das zweite Level, ne? Mhm. Oh, ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, wie viele Hustanfälle ich hier gerade rausschneiden musste, aber das war ja echt eine Katastrophe. Oh. Ja, ich würde sagen, so geht das jetzt immer weiter. Ihr seht dieses Level zum Schluss der Folge und dieses Level zu Beginn der nächsten Folge. Ja. So geht das jetzt immer weiter, aber hey. Ja. Banane. Banana. Super. Und Jamie hat das Feuer gelöscht. Hast du das Feuer gelöscht? Ich hatte keine Zeit zu gucken. Nicht ganz. Also, Geil. Ja. Ach, ihr Lieben, egal. Ja. Wir machen das nochmal in der nächsten Folge und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, Däumchen wären Träumchen und tschö mit Ö. Tschö.